dachte kurz, hier wäre ein verstecktes Tor, dass meine Stimme nicht abgeschnitten wird. So, ist das herrlich. Fallout mal wieder so ein bisschen länger als nur 30 Minuten spielen zu können. Wir haben gesagt, wir gehen direkt zu Preston und machen jetzt die Geschichte da am Fort. Und das machen wir jetzt auch. Es wird sonst einfach zu langwierig, beziehungsweise wir schweifen dann etwas zu sehr ab und haben nicht die Möglichkeiten, die wir eigentlich hätten. Mit dem Fort können wir einige coole Dinge machen und erreichen. Und ja, das ist wichtig, dass wir das langsam mal erspielen. Fire Rescue. Ich habe jetzt wieder dieses warme, mollige Gefühl hier in Fallout. Also es ist wirklich ein schönes Spiel. Um das mal wieder erwähnt zu haben. Es ist wirklich eine schöne Sache. Ah, Schrott haben wir gerade keinen. Okay. Ach ja, wir haben ja wieder Erzeugnisse bekommen. Dankeschön für die verschissenen Erzeugnisse. Einfach so. Verkackt nochmal. Ja, so. Also. Flaschenkürbis. Weg mit der Scheiße. Und Fleisch und Bohnen. Weg damit. Tofuri. Nee, das ist Mais. Jo, die Truhe hatten es ja wieder vollgepackt mit Kram. Hier die. Wie heißt sie? Ihr wisst schon. Das ist eine Mutanten-Hundenkeule. Okay. Ah, die Mucke. Ich hoffe, sie ist nicht zu laut. Wir haben jetzt schon. Also, wir haben bis jetzt nur ein einziges Mal in dieser Fallout-Serie einen ID-Treffer gehabt. Auf ein Video. Ne, auf zwei, glaube ich. Ne, auf eins oder so. Ich weiß es nicht. Das war ziemlich nice. Obwohl die Musik schon diverse Male zu hören war. Damals war sie halt auch ultra laut. Okay, da war's. Ja, halt die Gosch. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ich weiß es noch. Hallo, Preston. Halt die Augen. Preston, wir werden angegriffen. Halt deinen Mund fest. Schnell. Leute, hört ihr das nicht? Hä? Okay. Eben schießt das Geschütz einfach auf die Kälber, oder wie? Naja, gut. So unbedingt sein muss. Übrigens, wisst ihr, was mein bauliches Ziel ist? Hier in Preston Town. Wir müssen irgendwann das hier erreichen. Wartet, ich glaube, es ist bei Sonstiges. Es ist dieses... Ja. Ja, wir können es sogar bauen! Ein Dekontaminierungsbogen. Da müssen wir... ich weiß nicht, mir hat das immer voll gestört früher, dass ich Redaway immer nehmen muss und ich dachte immer, ich habe irgendwann nicht genug und man kann hiermit... Oh, da verbauen wir viel Glasfaseroptiken. Man kann hiermit einen... Man geht Matros an, geht durch und ist nicht mehr verstrahlt. Das wurde irgendwann hinzugefügt und das fand ich ultra, ultra nice. General, ja, wir gehen jetzt auf die verschissene Burg. Ich mache eine volle Speicherung und dann geht's los. Mein Söhnchen. Entschuldigung. Meinst du, ja, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Du wirst nicht glauben, ja. Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Mhm. Bibi, wir müssen jetzt zur Burg. Bist du bereit? Willst du vielleicht noch eine gute Waffe? Kann mir jemand sagen, ob es wirklich sinnvoll ist? Macht es einen Unterschied, wenn man den Begleitern bessere oder gute Waffen gibt? Macht das was aus? Oder sagt ihr, naja, eigentlich ist es im Großen und Ganzen egal, die sind recht gut, wenn sie es nicht gerade nur, keine Ahnung, ein Stück Scheiße in der Hand haben, sind sie schon recht prickelnd unterwegs. Kann mir das jemand etwas berichten? So, wo ist die Burg nochmal? Hier oben irgendwo? Da unten? Ach Gott, da unten, so weit. Leute, wir können hier noch so viel entdecken. Und überlegt mal, wir waren in den meisten Sachen noch gar nicht drin. Und das ist jetzt die lächerliche Folge 50, glaube ich, oder 51. Pillepalle. Und hier können wir, hier haben wir dann unsere eigene Wall, die wir bauen können. Ah, ist das Wahnsinn. Das war nicht gewollt. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich bin so jemand, den das voll stört, wenn eine unnötige Markierung irgendwo gesetzt ist. Da bin ich so ein bisschen... Keine Ahnung, wie das, ob das jetzt in die Richtung Perfektionismus geht. Oder einfach Kontrollsucht, aber ja, das braucht... Ich bin auch jemand, der immer alle Fenster zu hat. Ich habe... Das Einzige, was mich wirklich selbst anbricht, an mir selbst, ist, dass ich oftmals den Desktop sehr voll habe. Aber gut, ich habe halt auch viel Arbeit drauf liegen, ne? Die ganzen Thumbnails, Texte, Titel, blablabla, Taglisten und so weiter und so fort. Also ich habe da halt auch... Ich brauche da viel, aber sonst schließe ich immer alles. Mir ist sogar mal passiert, das war ein bisschen aus überfrühter Dummheit, dass ich mal aus Versehen eine ganze Partition gelöscht habe. Das war ein bisschen dumm. Aber ich schließe immer alle Fenster, ich habe nie viele Tabs offen, außer ich brauche sie wirklich. Aber ich habe nie irgendwie noch einen Tab offen, so von vorhin so hoch, der ist ja noch offen. Also ich glaube, also falls Wollen das hört, ich weiß nicht, ob er hier aktiv reinguckt, ich glaube eher nicht, weil Fallout nicht so seins ist. Aber er kann das bestätigen, ich bin wirklich niemand, der... Ich krieg doch immer, also mich graust immer, wenn ich bei jemandem bin und demjenigen über die Schulter schaue und der hat dann, oder diejenige hat dann alles offen. Und schließt nicht, es ist schrecklich, da bitzelt's mir, ein Panzer. Da bitzelt es mir in den Fingern. Das darf nicht sein, dass irgendwas noch zusätzlich offen ist, was man nicht mehr braucht.
Moin, mein Freund! Moin! Oh, was für ein dickes Ding! Oh, wie geil das hier ist. Allein diese Sache. Sind die jetzt da hinten hingeflogen? Ah, die stehen dann da, okay. Das habe ich gar nicht mehr so richtig in der Schnüss. Uraniumfieber, Uraniumfieber. Worauf hat denn der jetzt eigentlich aufgepasst? Hier ist hier noch irgendwas. Hier ist noch nichts mehr. Also, wir gehen jetzt direkt mal dahin, ne? Sonst vertrödeln wir die ganze Folge hier und sind alles nicht da drüben angekommen. Ich will hier durchs Wasser geschwind. Und möglichst den direkten Weg gehen. Da ist ein glückliches Kleeblatt. Schild. Alles klar, wilde Ghule haben wir hier vor uns. Oh shit, wir haben viele wilde Ghule vor uns. Vielleicht gehen wir hier außen rum und doch nicht direkt. Obwohl, wilde Ghule. Was laber ich überhaupt? Der Fockel verrät uns einfach. Das war aus der Entdeckung heraus, mein Pimmelfreund, ja. Ein Pimmelfreund, das hat sich komisch an. Oh shit. Alter, Ghoul, warte mal, Ghoul. We got a problem in a few seconds. We got a problem on a few. Oh, wenn ich ihn jetzt treffe, ist der Hund down. Oh, oh yeah. Ja, go away. Und während wir hier diese Laserwaffe benutzen, können wir dann ganz schön Munition und Golduhr. Munition sammeln. Boah! Blue, sagt sie zu mir. Voll putzig irgendwie, ne? Und ich sag zu ihr Pipes. Blue and Paps. Schon wieder so ein Ding. Ist es jetzt die Bruderschaft oder schön? Warum klauen die... Ich hoffe, das war jetzt nicht die Bruderschaft. Warum klauen die Gunner, falls es Gunner sind, die Bruderschaftshelikopter? Und vor allem, wie machen die das? Also wir haben da vorne einen Laser. Ich speichere mal kurz. Die Bots sind so ein bisschen dumm. Die laufen... Okay, in sowas gerne rein. Stolperdraht kann nicht entschärft werden. Komm mit Piper, nicht da reinlaufen. Nee, nee. Piper, komm. Das ist noch mehr. Ich lasse die Stolperdrähte einfach mal Stolperdrähte sein. Das ist jetzt noch nicht unsere Aufgabe. Wir gehen hier mal durch, obwohl das, glaube ich, auch nicht der direkte Weg ist. Wir haben dann sogar noch eine Wasserfläche, die zwischen uns liegt. Das hier ist wohl einfach nur ein Supermutantennest. Scheiße, der Netzschuss ging nicht rein. Ich geh mal hoch. Da oben scheint ein Supermutant mit der geilen Wummel zu stehen. Das hat mir ja nicht viel gebracht. Ja, da hat eine Uzi oder eine Kalaschnikow oder irgendwas. Hallo Leute. Bye bye. Das war ein Scharmützel, meine Herren. Das war ein dreckiges Scharmützel. Nice. Ah, sehr nice. Das muss ich schon selbst sagen. Was seid ihr jetzt? Ach du Scheiße. Das war aber nicht ich, oder? Die Erfahrungspunkte kamen nur zufällig im richtigen Moment. Das sind die Betten von den Supermutanten. Voll unbequem. Auf Auto teilen. Ja, da haben wir noch was. Ich finde es ein bisschen blöd, dass diese Waffe wirklich so viel verdeckt vom Screen. Das ist ein bisschen crikey. Komm, das entdecken wir auch noch. General Atomics. Hä? Aber die große Butze haben wir doch schon längst entdeckt. Was ist denn da jetzt noch, Piper? Gegen was kämpfst du hier gerade? Guck mal, Piper, du musst schon den Zahn nehmen und den hier machen. Bumm! Dann ist es Ruhe. Hast du gesehen, Pipes? Hast du gesehen? Du musst machen, waren die... What? Einfach an die Fratz hauen muss dem vollen Idiot. Das habe ich früher mal gesagt. Idiot. Da war ich noch klein. Hab ich immer Idiot gesagt. Da, 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 da. Komm schon, gleich Level ab. Kann man da vielleicht noch was da? Okay. Die habe ich jetzt echt... Ich habe da ein bisschen Bock zu meucheln hier mit der Klinge. Wir holen uns diese Stückchen Raider. Ich weiß, ich war hier mal irgendwie in der Nähe und hatte so eine ultra dicke Pistole, so eine Tesla-Kanone oder sowas, so eine Spulen, Gammastrahlen. Ein Riesending. Der war's fucking sick, ne? Was zum Teufel war das? Ich bin es nicht.
Piper! Verschwendung. Verschwendung oder Verschwindung? Genau. Pipes, ich mach dir den easy weg. Oh, Pipes ist ein legendärer Homunculus. Oh, Pipes, das ist sehr, Alter, wichtig, Victor. Level up. Easy Lemon. Okay. Ja, in deinen Handschuhen möchte ich nicht stecken. Boom, bitch, get out my way. Der hämmert ein bisschen arg rein, da der Kollege. Hat der diese Waffe? Nee, das ist eine andere. Aber die lasert auch ordentlich rein. Oder kriegt man die von hier? Ist. Ja, das Pierschers Laserscharfschützengewehr. Ja! Erhöht die Präzision, aber auch die AP-Kosten im Wetz, wenn du dich noch nicht im Kampf befindest. Okay. Also da bin ich jetzt aber mal gespannt. Das will ich gleich mal ganz kurz ausrüsten. Da ist Fort Bums Gesicht. Fort Nudel. Das gucken wir uns mal kurz an, das Ding. Okay. Ja. Ist jetzt nicht so nice, oder? Also wir haben ja unser Scharfschützengewehr, das auch deutlich stärker ist, soweit ich weiß, oder? Das Ding hat ja 46 und unser Reaper 2 hat 60, also... Gut, da habe ich gesagt, ja, das habe ich. Was ist das? Ah ja, schon davon ist ja der Vertibird down. Vertibird, das ist das richtige Wort. Kann man irgendwas machen? Aber man kann einfach durchgehen. Das spricht natürlich wieder fürs Spiel. Da unten ist der Rest. Piper, wenn wir uns beeilen, dann sind wir endlich mal hier, wo wir hin wollten, schon seit 11 Minuten. Seit 12 mittlerweile. Pipperlein. Speichervorgang, der das sogar ganz kurz geleggelt hat. Wir essen mal was. Anstatt dann dauernd die Stimpacks zu nehmen, die eh komplett kein Gewicht haben. Ich trinke jetzt mal die Deezers Limonade. Ich glaube, die können wir uns eh jedes Mal neu holen. Ich spüre nichts. Auf einmal werde ich zum Roboter. Mäh. Captain. Captain Hindsight. Where are you? Are you in the Steiner? He is in the Steiner. Hallo. Hallo! Ja, moin! Hey, guter Mann. Noch nie so viele Meyer-Lurks an einem. Ja, ich auch noch nicht. Ja, ich auch noch nicht, Bitch. Das wird jetzt eine haarige Geschichte, Preston, ne? Entschuldigung. Entschuldigung. Alles sind hier, General. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Ja, totally crass. Der eigentliche Name ist Fort Independence, aber die Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Jetzt weißt du, warum ich das Fort unbedingt zurückerobern wollte. Ja. Ein super Ding. Auf jeden Fall. Für einen 600 Jahre alten Bau ist es in ziemlich gutem Zustand. Das stimmt. So wird einfach nicht mehr gebaut. Und wenn wir uns die Burg holen, dann wissen die Leute, dass wir es ernst meinen. Ja. Unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr stoßen. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Aber auch von Süden aus könnten wir das Haupttor erreichen. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg. Nein. Ja. Wenn wir uns aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen. Das wird das reinste Tontaubenschießen. Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und, General? Ganz klar. Feuerlinie. Wir locken sie raus. Ist meine Lieblingstaktik. Ich locke sie raus. Oder halt von vorne und von hinten. Aber einfach so rein. Ja. Lassen sie zu uns kommen. Pass nur auf, dass du da drin nicht plötzlich festsitzt. Okay, Leute. Ihr habt den General gehört. Auf geht's. Versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bis wir in Position sind. Presst nicht, renn jetzt rein. Das dauert mir schon zu lang. Eigentlich haben wir die schon eingenommen. So. Boom, shakalaka, boom. Like a motherfucker, boom. Die Minutemen haben diesen Ort vor langer Zeit verloren. Die Jahre haben den Arg zugesetzt. Ich hab 26 Nades. Okay. Bleibt aber da, gell? Bleibt ihr auch da stehen? Wir speichern mal kurz. Hab ich jetzt gespeichert? Boah. Sollen wir das nicht einfach den Meyer-Lurks überlassen? Nö. Okay, Leute. Wow, meine Minen waren ja wirklich fantastisch. Oh! Hohoho! Wow! Preston, das hätte auch in die Hose gehen können, falls du das warst. Ich will nicht, dass die Leute sterben, das ist mir irgendwie voll wichtig. Wow. Flick-Flack-Overdeck.
Okay, Leute, ich frag sie an, er macht sie down. Hyper, der ist ziemlich nah, macht den Dankeschön. Der hat irgendwie so eine Triple-Kanone, der eine. Sag mal, hat mich hier eben gerade einer mit einem... Ich werd hier abgeschossen von irgendwas. Schießt ihr mich ab? Schießt ihr mir von hinten in den Arsch? Egal, ne? Preston, das war's doch jetzt noch nicht. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Burg zurückzuerobern. Ja, kleine Pimmelnase. Da kommen sie! Ja, Pistolen, Patronen, also Schuss auf... Ne. So. Verdammt. Scheint, als würden sie brüten. Ja. Guter Plan. Gut, dass die Leute einfach jetzt hier da sind, die keinen Eier darum machen, weil das fuckt mich eben ab. Sieht so aus. Also, wir machen das wie folgt. Du bleibst hier im Hof und vernichtest alle Eier. Der General und ich säubern die Wände. Ja, Sir. Genau. Mal los, General. Also, wir säubern die Wände da drin. Und hier ist natürlich alles voll mit Mirelux. Dumm. Und dumm. Ach, wisst ihr was? Ich nehme dafür einfach die Dinge. So. Ich hoffe, die haben die da draußen irgendwie Riesenviecher? Nee, ne? So, warte mal, gegen was kämpfen die da gerade? Was macht ihr denn da? Es ist vorbei. Kleine Eier, Meyer-Lurks, die ihr nicht down bekommt. Ihr seid Affen. Ihr seid richtige Affen, wisst ihr das? Muss ich jetzt doch im Hof sein und hier auch noch säubern? Weil ich auf einmal die Dinger als Questziel angezeigt bekomme. Die Fick, die. So. Da. Wie kriege ich dieses scheiß Ei nicht down? Das eine. Warte mal, ich duck mich mal. Sag mal. Alles klar. What the fuck? Na also. Brennstoff. Voll der coole Kram, der hier rumliegt. Halt. So. Gehen wir hier mal weiter. Da geht's hoch. Zack, 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 zack. Da brauche ich halt die guten, was sind es, 9mm hier oder 10mm? Muss ich es irgendwie anderweitig kaputt machen? Das wird nicht als Erfolg, als Fortschritt angezeigt, diese Zerstörung hier gerade. Jawohl. Munition. Hier kommt was von Skeeter, dem Pimmelpeter. Zack. Ich hab gerade der Ding im Radio gesagt, ich glaube, ich hör das ja gar nicht, wenn er da leise vor sich hin labert. Was zum Teufel war das? Die kleinen Bunker sind das, siehst du das nicht? Die Dombes. Oh, ja moin. Moment. Ich habe eigentlich vor, die Dings zu nehmen. Sage mal, bin ich... Oh Gott, hat er das... Das Helm gehört. Oh Gott, die Königin, die Königin, die Königin. Piper, Piper, lass mich raus! Bescheuerte Kacknase. Die Königin ist überkrass. Da brauchen wir kurz volle Concentration, die ist ziemlich... Oh Gott, sie ist schon da. Wir müssen kurz den Redaway schlucken. Damit wir hier die volle Lebung haben. So. Ah, die kommt einfach hier rein, okay. Ah, ich dachte, ich hätte Molly ausgewählt. Tja, Bitchy Boo, wir brauchen natürlich jetzt, wenn ich dann direkt vor dir stehe, du gute alte Chit. 3, 2, 1. It's Jet Time. Ja! Pap, 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 bringt irgendwie gar nichts. Chit, 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 chit. Oh, fuck. Nö. Wow, ja. Ah. Fuck. Komm doch her, bitte, Doodle. Versuch mich irgendwie zu holen, du alte Snitch. Hier ist noch... Oh, nee, hört doch auf. Hört ihr doch einfach mal auf mit dem Scheiß. Bitte, ich muss unbedingt aufhören, mir die Stimpacks reinzubringen und was essen zu beginnen. Ah! Granaten! Ich
glaube ich, dass die Granaten nicht so zwingend sie treffen, sondern eher... Dreh ich mal um. Das ist geil, jetzt hole ich sie mir. Warte. Ich esse kurz so ein Ding. So, ich habe jetzt ihre Verwandten in mir. Jetzt geht's richtig los. Ja! Shit! Leg dich hin und beruhig dich. Öffne das Feuer, mach lieber mal die kleinen Pisser weg. Ja! Also, oh, Alter, der Kerl, wie er direkt übertreiben muss. Okay, gute Arbeit, Leute. Aber wir sind noch nicht fertig hier. Der General und ich werden uns die Funkanlage ansehen, um festzustellen, in welchem Zustand sie ist. Ihr anderen vernichtet die restlichen Meyer-Lurks und Eier, die ihr findet. Genau. Mach jetzt mal hier irgendwas. Du blöder andere, ihr anderen. Zack, zack. Oder ich rascht aus. Was vom alten Sender übrig ist. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ich glaub's nicht, dass wir das Ding wirklich erledigt haben. Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sieh mal, was du machen kannst. Ich sehe mich mal um, was sonst noch hier übrig ist. So, ist angeschaltet. I am to the freedom, ja? Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ach so, wartet. Ja, wir brauchen Stream. 10 Strom brauchen wir. Mach ich dir locker hin. Den hassle ich dir mit Leichtigkeit, hin. Kannst du vielleicht... kann jemand... Ich kann jetzt ja nichts bauen. Ich habe ja nicht den nötigen Scheiß dafür, ne? Doch, haben wir. Okay. Okay. So, 2,5er können wir bauen, aber... Aluminium fehlt. Wartet mal, Aluminium könnte doch echt auch irgendwie, ja. Aluminium könnte auch hier irgendwo sein. Da war doch eben Aluminium, oder? Ammonium. Maybe you a baby. Ja, genau, da hinten waren irgendwelche Dosen. Da hinten waren ganz viele Dosen. Oh, wartet mal. Jawohl. Jawohl. Oh, Plasma, stimmt. Wir haben noch gar keine einzige Plasma-Waffe, kann das sein? Oh, auf Plasma-Wurm hätte ich auch richtig Bock. Ja, nehmen wir natürlich auch mit hier. Wir brauchen noch Ammo-Minimum. Wo ist Aluminium? Wo ist das versteckt? Hier ist einfach eine Erste-Hilfe-Station. Läuft bei uns. Wenn hier die ersten Siedler... Ach, shit, ich dachte, das wäre ein Haufen mit Dosen. Da liegt eine Rakete rum. Ja, wenn es jetzt gleich nicht ausreichen sollte. 2 von 12. Da stackt irgendwo noch ein Viech drin. Stahl. Kann man die Dosen hier irgendwie verkloppen? Ne, was ist das hier? Dandyboy-Äpfel. Ja, eine Versorgungsroute reicht ja bereits. Wenn wir die gemacht haben, dann passt es. Hier ist leider kein Aluminium, also ich finde jetzt hier keins auf Anhieb. Ich gehe einfach ganz kurz... Ach, kann ich hier niemanden kurz wegschicken? Ah, der muss da sitzen. Der ist zugewiesen und die anderen sind wahrscheinlich tot, ne? Ich sehe sie nämlich nicht. Naja, okay. Dann weise ich einfach schnell jemanden zu aus dem nächsten Kaff. Wo haben wir hier noch eine Siedlung? So, Taffiken Bootshaus, da ist bestimmt jemand dabei, der runter nach Fort Hagen kann und dann können wir da auch dick bauen, weil ich würde schon gerne da nur ein Energiedingens bauen und oben dann vielleicht aufs Dach noch so ein großes Windrad. Das würde dann auch nach was aussehen. Mit dem Skill starker Rücken, ja, kennen wir doch alle schon, haben wir schon gemacht. Ah, schön, haben wir das auch schon geschafft hier? So, ist hier jemand möglicherweise am Start? Habt ihr eigentlich alles hier? Ihr habt gar nicht alles. Ah, dann braucht ihr natürlich noch Betten, das ist klar. Welche Betten waren nochmal die krassen? 487. Die bestaussehendsten Betten sind die, von denen wir ganz viele bauen können. Ja, guten Morgen, Herr Nachbar. Hier steht einfach eine Couch rum. Total verschwendeter Bettenplatz, ne? Kannst du easy ein Bett hinstellen. Easy. 6 Leute, waren es nicht eben noch 5? Auch in der Küche schläft dann der Koch. So. Wasser braucht ihr noch. Ja, läuft. Hab ich
Hab ich zufällig schon gerade in der Tasche. Dem Wasser. So. Schutzwallen sind auch noch. Jetzt werden sie aber langsam übermüdig dann. Wir machen in die Richtung... Ah, da haben wir schon eins. Dann machen wir nach da hinten zum Wasser hin, falls da mal was kommen sollte. Machen wir auch noch so ein Dingens hier. Wird das jemand von euch beziehen? Ohne dass, dass ich dann zu wenig Leute habe. Guck mal, du gehst dahin, okay? So, geh mal dahin. Mülltonne. Einer wollte ich ihn ja lassen, ne? Ah, da hockt einer. Sehr gut. Versorgungsroute. Die Burg heißt es hier. Ja. Und schon steht die Versorgungsroute nach da unten auch. Und wir können hier alles bauen, was wir wollen. Habt ihr gesehen, da waren sogar eben drei Leute angezeigt? Mit. Ich glaube, Preston zählt also natürlich dazu. Aber ja. Yeah. Sollen wir jetzt eigentlich... Wärt ihr jetzt der Meinung, dass wir auch unsere Hauptstädte von Sanctuary Hills nach da unten verschieben sollten zur Burg? Ich würde eher Nein sagen oder für Nein stimmen. Jetzt wird jeder im Commonwealth wissen, dass die Minutemen wieder da sind. Ja, und dass wir so riesige Kadaver hier bei uns rumliegen haben. Liegt hier ein Minuteman? Das ist... So, 10-fache Bestromung. Boom. Hört ihr das? Ja, ich werde immer noch angegriffen, Leute. Ich bin gerade im Bauen und mir hilft keiner von euch. Ja, brenn mich an. Gute Idee. Oh Gott, ich hoffe, das sind... Die sind jetzt nicht... die kommen nicht wegen uns. So. Und start. Sobald ich das einschalte... Habe ich doch eben gemacht. Sind wir bereit zum Senden. Sobald ich das einschalte, das hier, sind wir bereit zum Senden. Ah. Ich muss richtig das kleine Radio anmachen, okay? Hab ich... War's das jetzt? Die machen da hinten irgendwas. Es ist doch eingeschaltet. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Gott, ich hoffe, ich hab jetzt hier nicht irgendwie für einen Bug gesorgt, weil ich ja schon eingeschaltet hatte, ohne dass wir Strom hatten. Energie 10. Benötigt 10. Liefert 10. Gibt 10. Merkwürdig, ach so. Ach, ich hab's an das Haus gegeben. Jetzt! Ha! Preston! Wir haben es geschafft. Hallo. Wow! Wow! Wir haben es wirklich geschafft. Ich hätte so lange zusehen müssen, wie es mit dem Minuteman bergab ging. Das ist wirklich was Besonderes. Jetzt müssen wir zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Wir müssen das Commonwealth einen und dieses Mal muss es halten. Also dann, zurück an die Arbeit. Doch jetzt, da Radio Freedom sendet, können wir überall und jederzeit die Leute warnen. Ja, das habe ich gemeint. Das, ich lasse dafür es dich sind wissen, die Dinge, oder? Wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit gut. Bringst du unsere Sache voran. Gut. Haben wir jetzt Radio Freedom gerade an, oder was? Ist das Radio Freedom? Hört sich ja total scheiße an. Radio Freedom. 23 Uhr da draußen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Alles ruhig im Commonwealth. Okay. Passt auf euch auf da draußen. Da draußen. Okay. Mir scheint die Musik jetzt aber irgendwie lauter als sonst zu sein. Kommt euch das nicht auch so vor? Das gefällt mir ich fand nicht raus, so was die Roboter in Grey Garden brauchten und habe mich drum gekümmert. Außerdem wollen sie jetzt Minutemen werden. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass Roboter Minutemen werden. Aber warum nicht? Wenn sie wollen, können wir sie wohl einsetzen. Ha! Geld her. Wasser im Arsch. Preston, Geld? Finanzielle Unterstützung oder so? Ich habe Nachricht von einer weiteren Siedlung erhalten, die uns... Freut mich. Preston, Geld? Hast du vielleicht irgendwie Geld? Kann ich was für dich tun? Nichts. Nein, nichts. Kein Problem. Ich will nicht, dass der Bankard mir folgt. Oh, das sieht auch cool aus, das Leuchtende. Habt ihr es gesehen? Die Bürger bei Tiffington Boats House haben Angst. Da kamen wir eben her. Ah, jetzt ist die leise Musik wieder da. Die wurde gerade von dieser anderen einfach voll überspielt. In der Burg. Aber scheinbar strahlt die da einfach komplett aus über Lautsprecher. Also in der Borg selbst.
Jetzt helfen wir noch bei der Anästhesie und dann ist die Folge auch fürs erste Mal vorbei. Ja? Und dann kommt die nächste. Du benimmst dich. Was? Was mache ich? Hey. Schieß los. Hey, Piper. Du benimmst dich einfach immer anständig, nicht wahr? Ich versuche mein Bestes zu geben. Das ist schon deutlich mehr, als es nur zu versuchen. Was? Ich weiß das zu schätzen. Die meisten geben sich nicht mal die Mühe. Meiner Erfahrung nach kommt man allerdings nicht sonderlich weit, wenn man immer nur nett ist. Ich meine, schau dir Diamond City an. Ich wollte die Leute da vor einer echten Gefahr warnen. Und immer darf ich mir anhören... Oh, Piper, kannst du nicht mal was Fröhliches schreiben? Piper, bring doch bitte mal was Nettes raus. An manchen Tagen habe ich gute Lust, meinen Hut an den Nagel zu hängen. Aber Piper, wir können ja auch... Hört sich anstrengend an. Kein Witz. Aber die Leute verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Klar, es kann einem Angst machen, wenn man weiß, was da draußen wirklich vor sich geht. Es vergeht keine Nacht, in der ich nicht befürchte, dass eine Drohne des Instituts der guten alten Piper und ihrer Familie einen Besuch abstattet. Aber das ist es wert. Ich kenne die Wahrheit. Das beschützt uns. Die Wahrheit sorgt für Angst. Ach, fuck! Wut. Wie bringt das den Leuten sicher? Das wollte ich sage nicht, nicht, dass es keine Folgen hätte. Ich wollte ihr sie wegdrücken, scheiße. Macht, die war unser Vater. Ah, jetzt drücke ich auch noch weiter. Zur örtlichen Miliz. Ich halte uns die Raider vom Leib und die Meyerlurks aus den Latrinen. Wie er immer sagte. Und eines Tages war unser Vater tot. Sein Hauptmann, ein Arschloch namens Mayburn, behauptete, dass ihn die Raider bei seiner Wache erwischt hätten. Ich habe ihm das nicht abgekauft und Nachforschung angestellt. Wie sich herausstellte, hatte sich der Hauptmann bestechen lassen, weil er sich für unterbezahlt hielt. Er sollte eines Tages die Tore offen lassen, damit Raider das Dorf plündern können. Er würde dann einen Anteil davon bekommen. Mein Vater war dahinter gekommen und wollte Mayburn auffliegen lassen. Aber Mayburn war schneller. Und ich wollte dafür sorgen, dass der Dreckskerl nicht damit davonkommt. Ich ging zum Bürgermeister, aber der hörte nicht zu. Also plakatierte ich die ganze Stadt. Gesucht wegen schwerem Dienstvergehen. Hauptmann Mayburn. Dann wollte der Bürgermeister plötzlich reden. Die Stadt warf Mayburn raus und war bestens verschanzt, als eine sehr verblüffte Gruppe Raider ankam. Ja, moin! Was ist dann passiert? Was ist dann passiert? Wir haben uns durchgeschlagen. Meine Schwester war noch recht jung und meine Mutter war nicht da. Also lebten wir eine Weile von der Güte unserer Mitmenschen. Irgendwann hatte ich genug gespart, damit wir beide per Karawane in die große Stadt reisen konnten. Und die nennen wir seitdem unser Zuhause. Tja, Du hast die Leute dort gerettet? Nein. Die Leute haben sich selbst gerettet, weil sie die Wahrheit kannten. Aber hey, es tut mir leid, wenn ich zu viel rede. Manchmal kann ich einfach nicht mehr aufhören. Es ist einfach schön, mal mit jemandem zu reden, der es einfach kapiert, weißt du? Also, sollen wir los? Aber ich verstehe es doch. Du willst mit mir ins Bett gehen, ist noch... Was ist jetzt hier los? Hier ist doch gar nichts zu verteidigen. Die verkackten Lügner. Alle hopp, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.